Mittelhain. Anschlag. Okay. Was? Rossa. Gute Leute, hört nicht auf den Weidler. Als unsere Rossa krank wurde, hat er uns geheißen, sie auf den Kiefernbrett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und 3x12 zu zählen. Als wir sie rauszogen, war sie verbrannt und wir mussten die verschworbenen Überreste begraben. Aber der Weidler hat sich geweigert, uns die 3 hartgekochten Eier zurückzugeben, die wir ihm gegeben hatten. Er hat gesagt, er hätte sie schon gegessen. Wolfram und Alet. Ich hoffe, Rossa war kein Kind. Finger weg von meinen Eiern. Okay. Wen auch immer ich dabei erwische, dass er mir Eier aus dem Hühnerstall stiehlt, den haue ich mit der Axt entzwei. Sagt nicht, ihr hättet euch nicht gewarnt. Winzel aus. Tut Buße. Die Bäume wispern, dass die Herrinnen des Waldes nicht zufrieden sind. Dass unsere Opfer nicht ausreichen, dass wir zu selten zu ihnen beten und ihre Namen zu unbedacht gebrauchen. Bessert euch, Leute, und seid wahren, frommen Glauben. Denn wenn sie uns auch noch verlassen, werden wir in diesem verlorenen Sumpf alle umkommen. Keine Katze essen. Jude, Leute, esst bloß keine Katze, das bringt furchtbares Pech. Neulich habe ich aus unserer Katze eine Suppe gekocht und am nächsten Tag habe ich mir den Knöchel auf dem Feld verstaucht. Es ist nur zu wahr, wenn es heißt, dass Katzen voll böser Magie stecken, mit Hexen kopulieren und Rache aus dem Grab suchen. Aha. Auftrag Hanna aus den Wäldern. Hört, irgendeine Teufelswut treibt in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nimmt immer eine Sense oder Forke. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Bolko endet es davon Mittelhain. Speisekammer geplündert. An den Dieb, der mir das Essen aus der Speisekammer stiehlt, sobald er es da drin liegt. Die Wurst, die du letzte Woche geklaut hast, die war nur für dich. Ich habe sie aus einem aufgedunsenen Pferdekadaver gemacht, den ich im Schlamm gefunden hatte. Faule Eier und eine Handvoll Maden habe ich auch noch reingerührt. Außerdem hineingespuckt und noch ein paar sehr persönliche Zutaten hinzugefügt. Ich hoffe, du hast dich schön satt gefressen, du so räudiges Sackgesicht. Sven Lopp. Die Leute mögen sich. Hallo. Cloud must have burst. Roots are gonna rot my gut. What? What do you want? Nix. Deine Sachen. Ich hab alles gelootet, deshalb bin ich schnell wieder. So ist das bei mir. Eine Rüstungsschmied, aber ja. Ich war ja gerade beim. Oh! Ein Amethyst. Eine Wasserflasche. Und noch ein Amethyst. Und Amethyststaub. Der war zu reich. Ich musste das ändern. Wasserflasche. Rezept für schmerzende Wärmepackung. Okay. Bei Lumbago, Rheumatismus im Rücken und Hexenschüssen. Man male 2 Handvoll Harpagophytum Procumbens, das die Bauern Teufelskralle nennen, und vermenge es mit Katzenteig. Man füge getrocknete, zerstoßte Arnika hinzu, ferner Minze und Kampfer. Diese Mischung erwärme man vor der Anwendung, 3-mal täglich zu verwenden.
Nach der Anwendung wasche man den Rücken mit frischem Wasser, damit er nicht stinkt. Ich hoffe, die denken dran. So, mit unseren Hexersinn sonst wäre das unangenehm hier. So. Da ist noch eine Tür. Schnaps. Knödel. Servierblatt. Errüstung. You ain't safe unless you got a Gabrielle. The auto-crank one-handed Gabrielle ensures you get the first shot and the last word. Ah, okay. Let me have a look at your stock. Edmund Gürlows erste Karte und zweite Karte. Und sonst nur Sachen, die ich nicht brauche. Richtig? Boah. Ja, nee. Kaufen will ich das jetzt nicht. Ich fahr dann. Ich kann ihm ja hier was verkaufen. Hier, wie wär's mit Temi? Nein. Hier. Kauf das und das. Und ups, reines über nein. Meine Bücher willst du nicht, ne? Ach, schade. Epoi. So long. Warum bist du so traurig? Er hatte doch coole Sachen für uns. Aus dem Weg. Kriege ich das durchs Fenster durch? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ich finde aber cool, dass man hier in jedes Haus reinkommt. Ups. If only me man were forever getting tossed at the tavern. Was? Das beschwerst du dich bei mir. Zwei brauchen eine Hake. Okay. Nee, ich klaue nicht die Jungen, ich klaue hier doch Sachen. Keine Sorge, Oma. So, hier, ist das noch weit von hier? Weltkarte. Okay, dann was auch immer das ist, darüber will ich. Yay! Congratulations! Was haben wir denn hier? Ein Kräuterfutzi, oder was? Why did he need them? Bloody rodents. Ach, das ist Kira. Stuff them with a poison or crush them into a pulp with a shovel. But no. Did you see what he did with them? Ja, komm, wir können ja mal mit dir reden. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start.
But nay, the mage, he says, bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Du hast doch gesagt, so vom Backup. Das habe ich schon gefragt. Ja, was willst du denn damit? Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Mm-hmm. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Okay. Muss er ja auch nicht. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. Nein. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. Das stand auch auf der einen Tafel, was auf der Reuseninsel. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Wer erzählt, was auf der Reuseninsel passiert ist, kriegt Ärger und so. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Hmm. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Okay, natürlich helfen wir hier. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how. But they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course. Provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Schenk uns dauernd Sachen, finde ich cool. Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Mm. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Was? Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub.
Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Wo hast du das her, genau? So, where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Okay. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Gerne. Questgegenstände. Okay. Inventar. Ich hab ein... Xenoglas? Nein. Silbermonokel? Hä, wo ist denn die magische Lampe? Nee. Inventar. Ach, die ist schon, ne? Ja. Okay. Charaktereintrag hinzugefügt. Besarat. Okay, aber bevor wir das machen, gehe ich zum blutigen Baron. Wo kommt der schon wieder her? Die hatten hier ein kleines Lagerchen. Was ist das für eine Brücke eigentlich? Trollbrücke. Aha. Whoa, whoa. This here's a toll crossing. By what right? By the right of a prick up your backside, wise ass. Pay up or stop fucking swimming. I'll cross. But I'm not gonna pay you a broken copper. Broken's what your jar'll be once our clubs are done with it. Votmir, have it the thrifty fucker. Es gibt's ja nicht hier. Brücke ist für jeden.
Mutter. Aber muss ich da überhaupt lang? Rechts und... Aber ich bin fast da. Nigga. What now, you piece of shit? Die haben Neckermann gegründet. Was? Au. Auf damit. Kleines blaues. Ich hätte gerne ein rotes Hooter gehen. Kriege ich nicht. Was bist du auch noch ein Necker, ne? So. Der eine darf leben. Steck mir den Schwert weg. Nein. Greenfels. Hallo. Spot a cider for you? Nee, a bit of dry curd? Nein. My ladder's not exactly bursting, but what I got sure to please. Bin ein bisschen was was. Aha, wusste ich's doch. Religion und Leben enthält Zusatzinformationen. Ist hier, kauft, mein Freund. Ich werde nicht Gewinn spielen, deshalb werde ich die Sachen nicht kaufen. Kann ich das nicht lesen, was ich gerade gekauft habe? Moment. Religion und keine Ahnung was. Da. Sollen wir unser Leben der Religion widmen oder die Religion so auffassen, dass sie dem Leben dient? Es gibt so viele Schulen wie Philosophen, so viele Geschichten wie Menschen, ganz zu schweigen von Elfen, Zwergen, Halblingen, Gnomen und all den anderen vernunftbegabten Kreaturen, die Erfahrungen mit seelischen Zwickmühlen haben. Ich, der ich nun über 120 Jahre überlebt habe, Wodka und Radieschen wirken Wunder. Niemand lasse sich da etwas anderes erzählen. Kann zuverlässig bekräftigen, dass es ausgeschlossen ist, jeden gleichermaßen zufriedenzustellen. Was dem einen zusagt, lässt den anderen Ach und Weh schreien und einem Dritten zum Messer greifen, da es von seiner bekannten kleinen Welt um Haaresbreite abweicht. Was also sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Nun, ganz nach Wunsch. So, wie es unserer Seele frommt. Und das Geblöke der Philosophen und Ethiker ignorieren wir, auch das in diesem Folianten. Wie wir Legenden und Ammenmärchen ignorieren. Machen wir. Wir ignorieren einfach alles. Wer bist du denn? Wieso hatte der einen Namen?